Aber wie gut, dass ich das Spiel jetzt spiele. Denn die liebe Q ist, die spielt auch die Deponia-Reihe und die ist, glaube ich, mit dem zweiten Teil schon. Ich weiß nicht, ob sie es gestern schon geschafft hat, fertig zu machen, aber wenn ich nicht mich beile, könnte es sein, dass die mich überholt und wenn ich dann zuschaue. Wie komme ich jetzt da rein? Oh, da oben. Lotti hat zwar jahrelang im Rathaus gearbeitet, aber sie ist trotzdem unbestechlich. Das scheint paradox. Aber vielleicht ist das so ähnlich wie mit einen Tipp aus diesem Brief, deswegen. Der Brief ist an Bosos Mama adressiert. Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! In Liebe, dein Papa Bosu. P.S.? Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Irgendwas mit dem Briefträger. Unterwäsche. Waschküche. Aber war eine Waschküche? Irgendwas ist auf jeden Fall mit dem Briefträger. Aber ich denke mal, ich wechsle jetzt wieder den Charakter, bevor ich da was mache. Denn wir haben ja das Irk. Das Irk habe ich da reingetan, oder? Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ersatz-Irk. Wozu? Das funktioniert einwandfrei. Also gut, das brauchen wir nicht. So weit zu. Was? Medizinische Dienstleistung. Aber wozu bräuchte man einen Ersatz? Strich 75. So. So. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Ja. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde. Sauber. Jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Oh. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Mal gucken, wie unser ach so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Ja, das will ich zu gern sehen. Da braucht man nicht zu erwarten, dass... Und dann habe ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag der Organon außer eine Chance hat. Gesetzt. Wow! Ah, Rufus! Wir haben ein neues Problem. Ich musste leider unser Seil verwenden, um den Organon zu fesseln. Er tauchte plötzlich auf und ich war gezwungen, ihn zu überwältigen. Was ja nun wirklich jeder geschafft hätte.
Ja, dann reden wir mal mit ihm. Ich brauche bloß seinen Helm. Sag mal, du gehörst doch zum medizinischen Personal, oder? Ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still. Hey, es hat geklappt. Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Ich ziehe mich nicht um, wenn jemand zu. Ich bin nicht. Jawohl. Es funktioniert nie so, wie man es plant. Den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm entferne ich doch mit links. Und schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kettel hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Seziermesser und die Knochensäge. Ja. So, was wollte ich noch gleich machen? Den Bandwurm rausoperieren? Ah ja, Kinderspiel. Immerhin bin ich Chicore. Sie meinen Chirurg? Das auch. Den kleinen Scheißer. Das war's dann wohl, oder? Wollen Sie ihn nicht wieder zusammenbauen? Och, muss das sein? Ich denke, das wäre zum Vorteil des Patienten. Meinetwegen. So. Nee. Nein. Ist doch richtig so, oder nicht? Ah!
Aber so war es doch, oder nicht? Okay, das ist falsch. Ja, dieses Organ ist doch total unwichtig, oder nicht? Ich weiß, dass er eins weglässt, aber was ist der Grund, dass er es weglässt? Oder habe ich hier was falsch? Was? Und wo gehört das letzte Teil hin? Ah, ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Ach, das so ist unwichtig. Es war andersherum. Na, das hat doch geklappt. Wir haben Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir speiübel. Ach, dass aber auch das Gejammer nicht aufhört. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattet. Sorry, dass ich so schnell übersprungen habe. Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit. Ich glaube, ich sehe Doppel. Was? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht? Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein, hey! Ja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich. Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, nein, nein! Ich muss doch gehen! Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil und es kann losgehen. Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Ich weiß, was wir als Seil verwenden können. Halte es lieber für dich, solange es keine neue Abstimmung gab. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Clown da die Aufstiegscodes holt. So dumm, dass ich diesen Organon überwältigen musste. Wo sollen wir denn jetzt ein neues Seil herbekommen? Tja,
Vielleicht fällt es uns ja in den Schoß, wenn wir hier weiter rumsitzen. Aber Rufus, du willst dich doch nicht etwa vor der Arbeit drücken? Oder soll ich das mit dem Seil etwa auch noch erledigen? Hey, Janosch. Hallo, Rubusch. Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Agus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegsgoats dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Kein Kommentar. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Hast du schon ein Seil gefunden? Nein. Du? Das heißt, du bist hier, um uns mitzuteilen, dass du genau was für Fortschritte erzielt hast? Gar keine? Er hält sich offenbar für den Coolsten. Wie kann man nur so eingebildet sein? Wisst ihr, ich habe auch einen Fanclub. Wirklich? Was ist dein Lieblings-Cowboy-Dodo-Song? Nein, ihr habt mich missverstanden. Ich habe keinen Cowboy-Dodo-Fanclub. Ich habe eigene Fans. Also... ein. Meiner ist Schau dich um. Echt? Meiner auch. Aufwachen, ich rede mit euch. Schaut mich gefälligst an. Stimmt, schau mich an, ist auch cool. Der Bandwurm. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Wie machen wir das? Sag mal, was machst du denn? Du solltest doch für mich stimmen. Und warum stimmst du nicht für mich? Immerhin sind wir identisch, oder? Das ist ja auch Pillepalle, wer von uns beiden die Codes holt. Hauptsache, es tut nicht dieser aufgeblasene Dödel. Da stimme ich zu. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ich lasse mir was einfallen. Da kommt nichts mehr. Die meisten Organons sind ja auch schon an Bord des Hochboots. Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich offene Enden hasse. Aber wenn ich was mit der Rohrpost verschicken will, brauche ich eins. Kann ich ihn nicht dazu bringen, das aufzuhalten? Ich habe eine Idee. Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser. Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Und was soll das bitte bringen? Na, schau doch mal hin. Er sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt... Flom. Oh. Das könnte sogar hinhauen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich schon sorgen. Ich bin gleich wieder da. Also, nochmal ein Formular A38. Weil ich, Rufus, wir brauchen sofort einen Antrag, sonst geht Cletus da noch ein, ne? So, wir müssen uns beeilen. Was? Mal sehen, ob es funktioniert hat. Hey, stopp! Ich wollte doch die Aufstiegscodes holen. Und das wirst du auch. Also, der andere, du. Die Wahl war einstimmig. Glückwunsch. Aber wie kam das denn jetzt plötzlich zustande? Dein Doppelgänger hier hat Cowboy Dodo gerettet. Echt? Was? Gerettet? Eine Rohrpost hat mich am Kopf getroffen und ich wäre beinahe den Turm runtergefallen. Dein Doppelgänger ist ihm sofort reflexartig zur Hilfe gesprungen. Er ist ein wahrer Held. Du hattest vollkommen recht, Rufus. Ich muss mich entschuldigen. Meine Güte.
Ich war sogar drauf und dran, dir körperlichen Schaden zuzufügen, um derjenige zu sein, der die Welt rettet. Bitte verzeih mir. Schon okay. Super. Dann ist das ja geklärt. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Seil. Na gut. Ich glaube, ich habe eine Art Seil gefunden. Den Bandwurm da? Vergiss es. Mag sein, dass sich dieser abgesattelte Westernheld da mit einem Bandwurm abseilen würde. Aber ich, ein Fachmann, brauche ein richtiges Seil. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen, damit unser Heimatplanet nicht in die Luft gesprengt wird und so? Nein. Ich muss immerhin darunter. Dann kann er doch wenigstens ein vernünftiges Seil besorgen, oder nicht? Freunde, müssen wir wirklich immer noch über diese Ego-Sachen streiten? Wenn ich heute eine Sache gelernt habe... Oh bitte, keine Ansprache mehr. Ich tue ja alles, was ihr wollt. Mal gucken. So, ich muss ihn irgendwie darunter bekommen. Zu dumm, dass diese Winkel da nicht frei beweglich sind. Die drehen sich zwar mit, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Ach egal, das wird schon. Oh, macht das Spaß. So können wir es lassen. Funktioniert. Also reg dich doch nicht so auf. Du klingst ja schon fast wie Cletus. Ich bin Cletus. Tja, Überraschung. Jeder Mensch mit dem Schulabschluss einer Amöbe abwärts hätte das natürlich sofort gemerkt. Aber nicht du, du Dementer. Selten dämlicher. Ach, das lohnt sich nicht. Auch wenn die Zeit mit dir eine einzige Heimsuchung war. Ich habe die Aufstiegscodes. Und nun kann ich statt Argus das Hochboot betreten. Au revoir, mon ami. Boah, was hat der für einen fiese Charakter. Wenn ich nachgeguckt habe, was das heißt, gibt es richtig Ärger. Verdammte Scheiße. Selber Schuld, Drecksack. Aber bei aller Schadenfreude. Ich denke, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden, Janosch. Janosch? Okay. So. Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung. Kann mir das irgendwer erklären? Das habe ich erwartet. Vor der Zelle antreten, sofort! Ich habe noch die Uniform. Ich kann also noch... was machen, denke ich. Oh. Fünf Rebellen und dieser Cletus. Wer übernimmt für diese ungeheuerliche Fehlleistung die Verantwortung? Oppenbot? Ich, Herr Amtmann? Aber ich war doch die ganze Zeit bei Ihnen und habe Ihnen beim Einrücken auf das Hochboot geholfen. Widersprechen Sie mir etwa? Dafür werden Sie jetzt zum Kistenschleppen abkommandiert. Weggetreten. Aber... Weggetreten, sage ich! Ja, Herr Amtmann. So, noch jemand? Na los, nun ziert euch doch nicht so. Wer trägt die Verantwortung? Hm?
übernehme die Verantwortung, Herr Amtmann. Ich sollte unbedingt auch zum Kistenschleppen geschickt werden. Na sowas. Ein Organon mit Courage. Von dem könnt ihr euch alle meine Scheibe abschneiden. Na los, Soldat, treten Sie vor. Und zur Belohnung singen wir jetzt für unseren tapferen, vorbildlichen Kameraden die Organon, ja, bevor wir ihn dann feierlich vom Turm werfen. Ja. Organon! Ich glaube nicht raus, oder? Nicht ohne. Dann sehen die mich doch. Nehmen Sie also an, Soldat. Wir sind noch nicht fertig. Oh, das tut langsam weh. Oh, die fangen von vorne an, ist das euer Ernst? Irgendeiner brummt hier schief mit. Ich hab nur die beiden Items.